Naja, also ich mache das schon ein bisschen länger. Also ich habe mich eigentlich für die Luftfahrtindustrie in erster Linie interessiert, die so ein bisschen die große vergessene deutsche Industrie ist, also zumindest was die 20er und die 30er Jahre angeht, gerade eben auch für die Gegend um Halle beispielsweise oder Leipzig. Und dann kann man natürlich die Lufthansa nicht auslassen, weil die Lufthansa natürlich für diese Luftfahrtindustrie heute, aber auch damals schon der wichtigste Markt war. Und Sie wurden ja von der Lufthansa auch beauftragt, damals die eigene Geschichte aufzuarbeiten, eine Chronik zu schreiben, die Geschichte zu erforschen. Das war auch in der Zeit, als es ja einen Druck auch auf die Lufthansa gab, als nämlich Debatten losgetreten wurden, wie es denn eigentlich um die NS-Zwangsarbeit bei deutschen Unternehmen bestellt war. Und so begannen Sie für die Lufthansa zu recherchieren und zu arbeiten. Allerdings gab es dann auch einen Bruch. Weshalb, beziehungsweise wie ist das erklärbar mit dem, was Sie da herausgefunden haben? Was war die Deutsche Lufthansa AG für ein Unternehmen? Naja, sie war zunächst mal ein Luftverkehrsunternehmen. Aber das große Problem der Lufthansa ist, dass sie natürlich, also sie will die Geschichte nicht vergessen. Sie gibt durchaus zu, dass es diese Geschichte gibt. Sie sagt nur, sie hat nichts mit uns zu tun, weil wir erst formell am 6.1.1953 wiedergegründet worden sind und 1955, wie Sie sagen, den ersten Flug gehabt haben. Und die Lufthansa hat immer versucht, diesen Teil der Geschichte von sich zu weisen, weil da natürlich die Funktion für die nationalsozialistische Aufrüstung, aber auch die Teilnahme der nationalsozialistischen Verbrechen, naja, sagen wir mal, vergleichsweise leicht zu finden ist. Und ich bin 1999, also diese besondere Geschichte ist eben, dass ich 1999 beauftragt wurde, nachzuforschen, wie das denn mit der Zwangsarbeiterbeschäftigung bei der Lufthansa war, weil die Lufthansa selber nicht genau wusste, wie viele Zwangsarbeiter sie hatte und warum sie überhaupt welche hat. Also wozu braucht ein Luftverkehrsunternehmen Zwangsarbeiter? Das Ergebnis war dann eigentlich viel schlimmer, als die Lufthansa sich das vorgestellt hat. Und deswegen hat die damalige Geschäftsleitung entschieden, diese Studie von 100 Seiten, die ich da geschrieben habe, in der Schublade verschwinden zu lassen. Was ich dann nicht so gut fand, wie Sie sich vorstellen können. Und ich habe dann halt in den kommenden 16 Jahren immer wieder darauf gedrängt, dass das an die Öffentlichkeit muss. Und dann habe ich halt die Chance bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und wenn wir jetzt genau in diese Geschichte der ersten Deutschen Lufthansa AG reinschauen, die Sie in Ihrem Buch sehr umfangreich darlegen, dann müssen wir ja zunächst einmal, bevor wir in die Zeit des Nationalsozialismus schauen, in die Zeit kurz davor blicken, nämlich die Lufthansa wurde 1926 gegründet, also mitten in der Weimarer Republik, zur Zeit auch einer weltweiten Luftfahrt-Euphorie, in der sich Fluggesellschaften, aber eben auch wie zum Beispiel in Schkeuditz Flughäfen gründeten. Gleichzeitig gibt es einen spezifisch deutschen Kontext, in dem man die Gründung der Lufthansa AG sehen muss. Es ist also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also nach dem Versailler Vertrag damit und der ja Deutschland untersagte, Luftstreitkräfte zu haben. Nur für die zivile Luftfahrt war es möglich, sozusagen zu arbeiten. Und da gab es nur geringe Einschränkungen. Sie beschreiben die Gründung der Deutschen Lufthansa AG als kriegerisch, aber motiviert. Wieso? Ja, das ist völlig richtig. Also die Lufthansa wird gegründet, eben weil den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg Luftstreitkräfte verboten sind. Und die Lufthansa fliegt jetzt nur nicht umgebaute Bomber. Das wäre also ganz falsch. Das Konzept ist schon ein bisschen klüger, sondern die Lufthansa ist der Markt für die deutschen Flugzeugunternehmen, die dadurch weiter existieren können, die also einen Abnehmer für ihre Flugzeuge haben. Und das Kalkül, das militärische Kalkül dabei ist, diese Unternehmen trainieren mit dem Bau von Flugzeugen für die Lufthansa Serienfertigung. Und das ist die eigentliche Vorbereitung auf die Rüstung. Also die Lufthansa nimmt die Flugzeuge, ganz, ganz, ganz viele Flugzeuge zum Flugzeugunternehmen ab. Und diese Unternehmen trainieren dann dabei im Grunde den Ernstfall. Also das heißt, in kurzer Zeit sehr, sehr viele Flugzeuge, dann natürlich Militärflugzeuge auszustoßen. Und das ist ihre eigentliche Funktion, in den 20er Jahren, das Ganze ist also sehr geheim, aber es ist tatsächlich ihre eigentliche Funktion. Und von da aus gerät dann die Lufthansa in so eine Rolle hinein, also dann vermehrt natürlich in den 30er Jahren, dass sie bis zur sogenannten Enttarnung der Luftwaffe eigentlich die Luftwaffe ist. Also alle Flugzeuge, die später dann in der Luftwaffe Hermann Görings eingesetzt werden, die sind zunächst mal bei der Lufthansa untergebracht. Wenn wir jetzt in die Zeit dann ab 1933 schauen, da entwickelte sich die Deutsche Lufthansa zu einem NS-Musterunternehmen. So kann man es bei Ihnen nachlesen. Den Kontakt zu den Nationalsozialisten, den sicherte vor allem einer, Erhard Milch, der technische Direktor der Lufthansa. Auch über den schreiben Sie viel. Welche Rolle nahm da die Lufthansa im Nationalsozialismus dann ein?
Ja, das ist eine etwas zwiespältige Sache. Also sie ist, also merkwürdigerweise ist sie bis 1935 für die nationalsozialistische Aufrüstung völlig unverzichtbar, weil eben alles, was an Rüstung, also an Rüstung zur Luft oder der größte Teil dessen, was an Rüstung zur Luft, wie Sie richtig sagen, auch über Erhard Milch in Deutschland läuft, spitzt sich immer auf die Lufthansa zu. Und nach 1935, da wird dann ja die Luftwaffe enttarnt, also das heißt, es gibt dann eine Luftwaffe. Danach ist die Lufthansa erst wieder Luftverkehrsunternehmen. Also ihre Bedeutung nimmt in der zweiten Hälfte der 20er Jahre rapide ab. Und dann kommt bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also schon 1936, aber dann vermehrt seit nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine weitere Aufgabe hinzu. Sie wird nämlich sowas wie die Reparaturwerkstatt der Luftwaffe. Das heißt, ein großer Teil aber auch abnehmender Teil der Flugzeuge, die in der Luftwaffe, also im Dienst der Luftwaffe abgeschossen werden oder beschädigt werden, die werden bei der Lufthansa repariert. Unter anderem eben auch in Schkeuditz. Und unter anderem auch in Schkeuditz wurden genau dazu schon früh, also ab 1941 oder 1940, Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen eingesetzt. Das ist das, was Sie da auch sehr ausführlich recherchiert haben und worum es ja zunächst einmal auch damals ging, dass genau dieser Teil der Geschichte der Lufthansa AG auch im Auftrag der heutigen Lufthansa genauer ans Licht geführt werden soll. Und da ist zu lesen, dass einerseits zwar, so weit ist das ja auch in einer öffentlichen Darstellung bekannt, oder wird es so diskutiert, dass die Lufthansa keine KZ-Gefangenen eingesetzt hat, allerdings in einem hohen Maß auf Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen gesetzt hat in den Werkstätten und Produktionsstätten. Und Sie haben vorhin gerade gesagt, dass man sich auch fragen kann, wozu braucht so ein Luftfahrtunternehmen eigentlich Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen? In welchem Maß wurden da Menschen zur Arbeit gezwungen, beispielsweise Kriegsgefangene? Also Kriegsgefangene gibt es natürlich eine Menge, aber es sind am Ende sind es natürlich auch bei der Lufthansa hauptsächlich sowjetische sogenannte Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen, die dort arbeiten. Die Lufthansa hat am Ende des Krieges ungefähr 8000 Zwangsarbeiter neben einigen Kriegsgefangenen. Das Besondere bei der Arbeit bei der Lufthansa, das sind zweierlei Dinge. Also das eine ist halt, die Lufthansa ist eben ein Luftverkehrsunternehmen und dieses Luftverkehrsunternehmen spart, wenn man so will, während des Krieges für die Nachkriegszeit. Und alles, was dieses Unternehmen versucht zu sparen, zwackt sie an allen Ecken und Enden ab. Und da sind natürlich die Zwangsarbeiter ein leichtes Opfer. Das heißt, sie sind bei der Lufthansa schlechter entlohnt. Überwiegend werden sie schlechter behandelt als an vergleichbaren Unternehmen, das eben Interesse daran hat, dass sie sozusagen überleben können. Und auf der anderen Seite versucht die Lufthansa mit diesen Zwangsarbeitern eben Profit zu machen. Und das haben wir bei fast allen deutschen Unternehmen, aber bei der Lufthansa eben besonderem Maß, weil sie da ihre eigentliche Aufgabe nicht sah. Und wenn wir jetzt auf beispielsweise den Flughafen in Schkeuditz schauen, über den Sie auch einige Informationen zusammengetragen haben, was ist Ihnen da bekannt, inwiefern da auch Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen eingesetzt wurden und was ist das eigentlich, was so eine Arbeit dann auch ausgemacht hat und unter welchen Bedingungen? Ja, also Schkeuditz ist eben eine der großen Reparaturwerkstätten der Lufthansa während des Zweiten Weltkriegs. Da werden dann eben auch Kampfflugzeuge werden dann da repariert. Aber das Besondere an dieser Arbeit ist in allen diesen Reparaturwerkstätten, dass sie eben sehr, sehr schmutzig ist. Also wenn so ein Flugzeug angeschossen ist, dann muss man es erstmal sauber machen. Also das heißt auch die Leichenreste dort beseitigen. Also es ist eben hochinfektiös auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben, man hat also keine geraden Schnitte in diesem Flugzeug, sondern so schartig. Also man kann sich leicht verletzen. Man muss so ein Flugzeug mit Laugen oder die Motoren mit Laugen reinigen. Also das heißt, es ist so eine Arbeit, die ausgesprochen gefährlich ist. Und das Zweite, was bei der Lufthansa eben, und das ist das, was damals wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass diese Studie nicht veröffentlicht wurde, das Zweite, was bei der Lufthansa eben ganz bedeutsam ist, für die Flugzeugreparatur brauchen sie vorzugsweise kleine Hände. Das heißt, sie müssen in bestimmte Winkel hinein bei der Reparatur eines Flugzeugs, die ein normaler Erwachsener nicht bekommt. Und deswegen hat die Lufthansa vergleichsweise viele Kinder, also Zwangsarbeiterkinder, die dann auf bestimmte Wege eben dann auch nach Schkeuditz gekommen sind. Und das ist eben das besonders Verwerfliche, dass die Lufthansa sich diesem Thema dann eben nicht gestellt hat. Bei Ihren Recherchen, die ja mehrere Jahre lang dauerten, wie haben Sie eigentlich diese ganzen Informationen da zusammengetragen? Wie gut war da eigentlich dieser Quellen- und Informationsstand? Und das heißt auch, wie sehr wäre es möglich gewesen, für die Lufthansa selber da auch schon sehr viel eher als Ende der 90er Jahre auf die Idee zu kommen, diesen Teil der Firmengeschichte da aufzuarbeiten?
Naja, die Lufthansa musste sicher, da musste ja gar nicht so richtig viel suchen. Also das heißt, sie hat den ersten Brief, den ich gefunden habe, der ist aus dem Jahr 1955, dass eben zwei ehemalige Zwangsarbeiter versuchen, von der Lufthansa zumindest ihre ausstehenden Löhne noch zu bekommen. Also sie bekommen permanent Informationen über überlebende Zwangsarbeiter. Ich habe einen Fall gehabt, dass eben eine Frau an die Lufthansa schreibt, die zum Zeitpunkt des Einsatzes 12 Jahre alt war. Da hätte man schon darauf kommen können, dass es da irgendwas stimmt und etwas, was erforscht werden muss. Dann hat mich die Lufthansa deswegen ja auch beauftragt, aber dann am Ende halt diese ganze Sache verschwinden lassen. Und wenn wir nochmal darauf schauen, wie zum Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes dann auch die Lufthansa nach und nach zerschlagen wurde, die wurde ja dann als auch Teil der deutschen Luftwaffe mit angesehen. Sie haben das auch dargelegt, wie eng da die Verstrickungen waren. Damit wurde die Lufthansa ja teilweise auch für ihre Beteiligung an den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zur Rechenschaft gezogen. Und das Unternehmen wurde aufgelöst, wobei auch kurz darauf dann wieder gegründet. Wie lief genau das ab? Naja, Sie haben das ja schon geschildert. Die Lufthansa wurde zum Teil der deutschen Luftwaffe erklärt, also durchaus zu Recht, wie ich finde. Und daraufhin musste sie aufgelöst werden, wie alle deutschen Streitkräfte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Natürlich, es gibt natürlich lange Versuche, die Lufthansa dann irgendwie doch noch über den zu retten. Aber die Alliierten setzen das tatsächlich noch 1950 durch, dass die Lufthansa liquidiert wird. Den Alliierten ist es auch sehr, sehr ernst mit dem Luftfahrtverbot. Also das heißt, die Deutschen dürfen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fliegen. Kein Deutscher darf in ein Flugzeug steigen und in Deutschland dürfen auch keine Flugzeuge produziert werden. Gerade eben, weil nach dem Ersten Weltkrieg versucht worden ist, also zivil die militärische Luftfahrt wiederherzustellen, wird das nach dem Zweiten Weltkrieg sehr genau überwacht. Daran hängt natürlich dann auch das Schicksal der Lufthansa. Also es dauert relativ lange, bis es überhaupt die Alliierten sich überhaupt bereit finden, darüber zu reden, dieses Luftfahrtverbot aufzuheben. Genau. Ich habe auch gelesen, dass Sie da durchaus auch Kontinuitäten sehen zwischen der wiedergegründeten Lufthansa, also das heißt der heutigen Lufthansa, und der deutschen Lufthansa AG von 1926 bis zur Auflösung der Alliierten. Was sind das für Kontinuitäten? Was meinen Sie damit? Naja, es sind vor allen Dingen die handelnden Männer. Also die Lufthansa wird zum bestimmten Grad 1953 von den gleichen Leuten wiedergegründet, die sie 1926 gegründet haben. Also vor allem eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt ein Bankier der Deutschen Bank, Kurt Weigelt, der im Grunde schon 1925 derjenige ist, der so eine vereinheitliche Luftverkehrsgesellschaft herbeiführen will, aus den damals ziemlich verstreuten einzelnen Unternehmen. Der ist ab 1953 Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Lufthansa und dann der einzige Ehrenvorsitzende, also Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Lufthansa. Ein Mann spielt noch eine weitere relativ große Rolle, der eben auch für Schkeuditz ganz wichtig ist, weil er in den 20er Jahren der Schutzpatron von Schkeuditz ist. Das ist Kurt Knipfer, damals der preußische Luftfahrtreferent, der ist 1953 im Bundesverkehrsministerium und hat dann von dieser Seite aus die Hebel in der Hand, um die Lufthansa dann gegen den alliierten Widerstand nach und nach durchzusetzen. Und die Lufthansa heute, die begründet ja sich vor allem selbst auf genau diese Wiedergründung in der BRD und hat zwar ja in den Ende der 90er Jahre, das haben Sie vorhin erzählt, sie beauftragt, die Geschichte der deutschen Lufthansa AG zwischen 26 und bis zur Auflösung zu recherchieren und hat dann aber das Ganze nicht veröffentlichen wollen, ihre Studie, weil beispielsweise bei der Rolle des Einsatzes der Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen für die Lufthansa zu viel bekannt wurde, dass das Unternehmen so wohl in der eigenen Geschichte nicht stehen haben wollte. Nun sehen Sie da diese Kontinuitäten, inwiefern stellt sich da eine Lufthansa der eigenen Geschichte, nachdem auch darüber, dass Sie ja dann sozusagen das Buch in Eigenregie weiter recherchiert und nun veröffentlicht haben vor 2 Jahren. Hat sich da irgendwas in der Haltung der Lufthansa zur eigenen Geschichte verändert? Weil in der Zwischenzeit kam ja nun auch eine eigene Chronik sozusagen raus. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Also diese Chronik, die 2016 rausgekommen ist, ist eigentlich ein Buch gewesen, was schon 1999 herauskommen sollte. Und zu diesem Buch
habe ich damals eine kleine Studie geschrieben über die Zwangsarbeiterbeschäftigung. Und als dann die Lufthansa erfuhr, dass ich ein Buch geschrieben habe über ihre Geschichte, hat die Lufthansa diese Chronik von 1999 plus meiner damaligen Studie dann auch herausgebracht. Also das Buch ist eigentlich sehr alt. Naja, also das Problem der Lufthansa ist, glaube ich, wie das der meisten Unternehmen, dass sie Schwierigkeiten haben, also auch ohne mithilfe von Historikern ihre eigene Vergangenheit zu deuten. Die meisten Unternehmen, und die Lufthansa steht da vorne an, versuchen natürlich ihre Vergangenheit dazu zu nehmen, um ihre Gegenwart auszuschmücken. Also ein ganz wichtiges Beispiel ist dieses Flugzeug U-52, was bei der Lufthansa in den 30er Jahren geflogen ist. Das wird bis heute von der Lufthansa verwendet, um ganz viel zu zeigen, also ihre Solidität, ihre Geschichte, ihr Pioniergeist und solche Dinge. Wenn nun einer wie ich kommt und sagt, na ja, aber dieses Flugzeug ist ja zunächst mal in den 30er Jahren ein Bomber, dann stört das natürlich genau diese Selbstdarstellung des Unternehmens, und deswegen kommt die Lufthansa weniger noch als andere Unternehmen damit so gut klar. Ja, weil sie eben diese ganze Vergangenheit braucht, um ihre Gegenwart auszuschmücken.